Ja, André, 0:0 im Derby gegen Eintracht Braunschweig. Hast du schon eine erste Analyse, eine erste Einschätzung des Ergebnisses? Ja, ist natürlich schwer jetzt so kurz nach dem Spiel. Es ist zu wenig für uns. Es ist definitiv nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten das Spiel hier mit allem, was dazugehört, gewinnen. Das ist uns nicht gelungen und von daher herrscht bei mir persönlich jetzt so kurz nach dem Abpfiff auch ein Stück weit Enttäuschung. Was hat denn am Schluss gefehlt, um dem Spiel dann entscheidend den Stempel aufzudrücken, um dann das Spiel doch gewinnen zu können? Ja, ich fand, wir haben viele aussichtsreiche Möglichkeiten gehabt, auch über außen. So ein bisschen hat uns halt die letzte Konsequenz gefehlt, gerade dann auch im entscheidenden Pass quer vom Tor. Die Flanken waren heute ein bisschen glücklos. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir es in der Länderspielpause aufarbeiten und weiter in unserem Offensivspiel fallen. Kommt die Länderspielpause dann in so einer Situation vielleicht gerade gut, dass man da nochmal ein bisschen an Abstimmung arbeiten kann? Ja, wir wollten unbedingt gewinnen und es ist uns nicht gelungen, von daher hätte ich lieber morgen das nächste Spiel, um es wieder besser zu machen. Dennoch eine Frage, am Anfang gab es eine wunderbare Choreo der Fans, dazu ein Wort? Ja, war Gänsehaut-Feeling, sag ich mal. Als wir reingelaufen sind, war natürlich Gänsehaut pur. Also, es wurde uns natürlich im Vorfeld schon angekündigt, was die Fans davor haben und sah einfach riesig aus. Und mich hat das nochmal angesprochen und ein Riesenkompliment an auch die Fans. Ich hoffe natürlich, dass es die nächsten Stunden weiter ruhig bleibt, weil wenn nicht, dann gehört es ganz einfach nicht zum Fußball. Richtig, das hoffen wir alle sehr. Danke, André.